Guten Tag, der Ära ist wieder da. Ja, Elix 2 ist das Thema und ja, nachdem ich das letzte Mal jetzt echt nicht geschafft habe, hier auf die Kette zu kommen, probieren wir es heute nochmal. Heute fallen wir aber nicht runter. So. Ist nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal hier rein. So, und jetzt fallen wir mal einfach nicht runter. Das wäre total cool. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt mache ich das nämlich ohne die gute Tusnelda hier. Wir wollten hier nochmal gucken, was hier noch so rumsteht. Nix. Was machst du hier? Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Ja. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. So, machen wir das. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen das Gleiche. Auch ich soll herausfinden, wer für die Zerstörung des Elex-Silos verantwortlich ist. Sie hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Das wundert mich nicht. Elexitor Arzog gab mir den Auftrag. Ja. Er will die Untersuchung intensivieren. Deswegen arbeiten er und Commander Irissa parallel an der Aufklärung des Vorfalls. Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren. Wir sollten also kooperieren. Ich arbeite allein. Ich für gewöhnlich auch. Nur sind nicht wir es, die das zu entscheiden haben. Wenn eine Zusammenarbeit schnellere Ergebnisse liefert, dann ist dies im Sinne Elexitor Arzogs. Ach nein. Sich seinem Willen zu widersetzen, ist nicht zielführend. Konzentrieren wir uns daher auf das akute Problem. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet nichts auf eine Beteiligung Skibors hin. Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht signifikant von den anderen. Gleiche Einrichtung, gleiche Ausstattung, mit einer Ausnahme. Der Tresor. Mir ist es bisher nicht gelungen, ihn zu öffnen. Wenn man nur Luft in den Armen hat, ist das auch kein Wunder. Allein mit Muskelkraft kommt man bei diesem Gerät nicht weiter. Aber um das zu erkennen, braucht es ein gewisses Maß an Verstand. Ich konnte zwar eine Sperre aufheben, die es unmöglich gemacht hatte, einen Code einzugeben, nur ist mir dieser nicht bekannt. Gut, den Code werden wir rausfinden. Was ist so ungewöhnlich an dem Tresor? Die Sperre. Dass man seinen Tresor mit einem Code sichert, ist nichts Besonderes. Jo. Das tun die meisten. Aber eine Sperre zu installieren, die diese Eingabemöglichkeit verhindert, ist ungewöhnlich. Das stimmt. Vielleicht lässt er sich hacken. Das habe ich bereits überprüft. Diese Möglichkeit scheidet aus. Okay. Wir rücken erst ab, wenn das Ding offen ist. Gib mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Naja, dann müssen wir mal gucken. Ein altes Medikit. Da ist der Tresor. Dann schauen wir uns mal um hier. Hier ist Wasser, hier ist Energy. Zarek. Der hilft uns eh nicht. Kann man komplett vergessen. Ist komplett für den Eimer. So, ansonsten hat es hier nichts. Da ist. Nee, das ist so. Ach so, das sah gerade aus, wie als wäre da so ein Strich. Okay. Schlechter Zeitpunkt. Noch nicht möglich. Also wir kommen da nicht ran. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Was? Okay, nochmal. Audio-Logs nochmal. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Mhm. 10:32, 13:57, 19:48, 23. 19:48.
Schlechter Zeitpunkt. Mhm. Muss ich dem das jetzt zeigen? Ich habe einen Audiolog gefunden, das einen Hinweis auf den Tresorcode geben könnte. Meinen Respekt. Ich muss ihn übersehen haben. Ja, du Lutscher. Aber warum glaubst du, enthält er den Code? Weil er eine wahllose Aneinanderreihung von Zahlen beinhaltet. Was waren das für Zahlen? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23. Nur habe ich den Eindruck, dass die Nachricht unvollständig ist. Von wegen wahllos. Das sind Zeitangaben. Und ich weiß, welche Ziffern fehlen. Woher? Mhm. Weil Skibor zu exakt diesen Zeiten seine Elex-Rationen zu sich genommen hat. Ich musste sie damals für ihn berechnen. Die Zahl, die fehlt, ist die 14. Und ich bin sicher, wenn die drei anderen Zahlen zu keinem Ergebnis führen, wird die letzte unser Türöffner sein. Probier's aus. Dann werden wir sehen, ob ich recht behalten habe. 2, 3, 1, 4. Oh. Geht doch. So. Klerikerkleidung. Hm. Mal sehen, was Zarek davon hält. Mhm. Skibors Tresor ist offen. Und was war drin? Klerikerkleidung. Sagt dir das irgendwas? Im Gegenteil. Ich habe nur noch mehr Fragen. Aber ich will sie mir mal genauer ansehen. Sie muss einen Hinweis enthalten. Okay. Da, tu dir keinen Zwang an. Hm, interessant. Was hast du entdeckt? Spuren von Elex. Nur dürfte es die nicht geben. Skibors Rationen waren speziell verpackt und der Verzehr erfolgte inklusive der Versiegelung. Wozu das? Eine notwendige Maßnahme, um seinen Wandlungsprozess aufrechtzuerhalten. Du hast doch Skibor zum Depot begleitet, korrekt? Mhm. Ja, und? Konntest du unterwegs einen Blick auf seine Sachen werfen? Hat er Elex mit sich geführt? Elex, das nicht versiegelt war? Ja, bevor ich das Depot betreten habe, hat er mir welches gegeben. Wirklich ungewöhnlich. Die Angelegenheit wird immer komplexer. Oh Gott. In jedem Fall sollten wir unseren Fund melden. Irissa wartet sicher schon ungeduldig. Ich übernehme das. Mir nach. Das war gut. Na gut. Okay, dann kommen wir hier erstmal weiter. Jetzt dürfen wir nur nicht mehr runterfallen und dann haben wir's. Spannend. Hi, Schatz. Commander Irissa, die Untersuchungen in Skibors Unterkunft sind abgeschlossen. Dann berichte Arzok oder tritt beiseite. Nicht du bist es, von dem ich einen Bericht erwarte. Ich halte es für unumgänglich, dass ich die Ergebnisse präsentiere. Oh je. Das muss warten. Ich habe etwas mit deinem Nebenmann zu klären. Warum arbeitest du mit einem Scout von Arzok zusammen? Das war nicht Bestandteil deines Auftrages. Zarek war vor mir in Skibors Unterkunft. Das ist gelogen. Ich konnte ihn gerade noch aufhalten, als er wichtige Beweise vernichten wollte. Bist du bekloppt oder was? Ich habe mich wohl gerade verhört. Was wollte ich? Seine Reaktion spricht für sich. Am besten lässt du ihn aus dem Depot entfernen. Na, das läuft ja. Das könnte dir so passen. Ruhe. Was sind das für Beweise? Ich habe in Skibors Tresor eine Klerikeruniform ausfindig gemacht. Außerdem konnte ich herausfinden, dass er illegal mit Elex gehandelt hat. Sein Lieferant ist im Übrigen anwesend. Bist du bekloppt? Der Fall ist klar. Skibor war ein Doppelagent und Jax sein Komplize. Klar ist nur, dass ich dir einen auf die Fresse gebe. Schluss jetzt. Ich bin an Fakten, nicht an Unterstellungen interessiert. Du wirst dich unverzüglich zu Arzok begeben und weitere Befehle abwarten. Was ein Drecksack. Abmarsch. Jawohl, Commander. Was ein mieses Stück. Und von dir habe ich eine korrekte Ausführung des Auftrages erwartet. Keine weiteren Komplikationen. Zarek versucht, mich reinzulegen.
Persönliche Kleinkriege interessieren mich nicht. Dir ist wohl noch immer nicht klar, was auf dem Spiel steht. Weißt du, was passiert, wenn das Depot fällt? Wenn weitere Anschläge unsere Moral erschüttern? Schon jetzt ist es uns kaum möglich, den Fremden Einhalt zu gebieten. Ohne unseren Widerstand fällt nicht nur Ignadon, dann fällt alles. Dann fällt alles. Die Sicherheit dieses Stützpunktes garantiert die Sicherheit aller. Ich habe getan, was du wolltest. Was willst du noch? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Zareks Herangehensweise ist schlecht. Er arbeitet unfokussiert und zieht die falschen Schlüsse. Was es mit dem Anschlag auf sich hat, wer alles dahinter steckt, muss restlos aufgeklärt werden. Ob Skibor illegal Elex besessen hat oder nicht, ist eine nicht zu beachtende Kleinigkeit angesichts unserer Probleme. Wenn mir weiterhin Steine in den Weg gelegt werden, wird daraus nichts. Das sehe ich anders. Es ist euch gelungen, eine Spur zu finden. Ich ordne daher an, dass eure Kooperation fortgeführt wird. Du wirst deine Erfahrung einsetzen und unter Zareks Kommando zu den Klerikern aufbrechen. Wenn Skibor wirklich ein Doppelagent war, werden in ihrer Basis Beweise dafür zu finden sein. Nein. Solange Zarek dabei ist, gehe ich nirgendwo hin. Das war keine Bitte. Die Lage ist ernst. Deine persönliche Agenda hat hinten anzustehen. Oh. Wache! Solange sich Jax im Depot aufhält, wirst du ihm nicht von der Seite weichen. Er soll unverzüglich mit Zarek zu den Klerikern aufbrechen. Zu Befehl, Commander. Ich brauche keine Aufpasser. Und ich brauche keine weiteren Komplikationen. Oh, das ist schwierig hier. Den Bulli nehme ich näher mit, der nervt mich. Du hast den Commander gehört. Los geht's. Na schön. Ich gehe jetzt Bulli austauschen. Der Typ, der findet ja alles scheiße, was ich so treibe. Ich nehme mal lieber meinen lieben Fox wieder mit. Fox on the run. Oh. Das war, glaube ich, nicht vorgesehen, oder? Habe ich aber das Spiel kaputt gemacht. Witzig. Na, das ist ja super. Jetzt hat es hier... Also ich kann mir gerade nicht teleportieren. Das ist ja bescheuert. Freunde, es tut mir leid. Da war dann das Licht aus. Da kam dann auch nichts. Sofort zurück mit dir. Du sollst mit Zarek zu den Klerikern aufbrechen und nicht den Stützpunkt verlassen. Schon kapiert. Ich gehe zurück ins Depot. Aber im Laufschritt. Okay. Ist nicht. Dann gehen wir wieder ins Depot. Ah, diesen Bulli-Typen muss ich loswerden, der geht mir auf den Keks. Das ist ein Arsch. So, na dann schauen wir mal. Wo finden wir den denn hier? Hier. Stelle Zarek zur Rede, den werde ich jetzt erstmal eine reinhauen. Wenn er tot ist, kann er nicht mehr mitkommen. Haha, ich bin so klug. Oder sollte er hier sein? Bitte? Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Oh. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat,
stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Los, ab mit dir zu den Kollektoren. Das hatte ich vor. Gut, der Befehl ist ohne Verzug umzusetzen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Was für sympathische Zeitgenossen überall. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ui, na, das war natürlich nicht ganz so clever. Aber das geht halt schnell, das ist gar nicht schlecht. So, du komischer Typ. So sieht man sich wieder. Ja, und? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Und du bist mir im Weg. Was willst du überhaupt hier? Erissa hat befohlen, dass wir gemeinsam zu den Klerikern aufbrechen. Hat sie den Verstand verloren? Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Ha! Einem Verräter und Mörder zur Seite stehen. Wenn's dir nicht passt, klär das mit Erissa. Ich hab sowieso genug von dir. Du weißt so gut wie ich, dass man sich ihren Anweisungen nicht widersetzt. Hat sie sonst noch was gesagt? Sie hat gesagt, dass ich das Kommando habe. Inkorrekt. Du hast dich Zareks Kommando zu unterwerfen. So, so. Du zweifelst meine Integrität an und bedienst dich selbst der Lüge? Ja. Damit sind wir quitt. Bring deine Ausrüstung auf Vordermann, bevor wir aufbrechen. Ich sehe nicht ein, unterwegs meine Munition mit dir zu teilen. Wenn du alles hast, triff mich beim Südausgang. Ja. Mein Auftrag ist erledigt. Von eurem Erfolg hängt unsere Sicherheit ab. Vergiss das nicht. Heißt das, ich bin dich los? Das heißt, dass ihr euch reinhängen sollt. Ausrüsten und abmarschieren. So, sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich nochmal zur Bastion. Ich will den Typen loswerden. Der geht mir auf den Keks. So. Gut. So, du Bulli, hier, pass auf. Ich brauch. Mach. So, du bleibst hier und ich nehme jemanden Vernünftigen mit. Da ist ja sogar meine Kaya besser, die gerade Amok läuft und hier die Schießwütige ist auch besser. Das ist halt gerade echt. Ein bisschen schwierig. Mitkommen. Ist gut. Sehr gut. So, dann gehen wir mal hier. Ei, das läuft alles nicht so richtig. Das organisierte Haufen. Ohne Marschbefehl geht hier niemand aufs Klo. Das ist echt ein bisschen mit diesen Alps, du. Das ist nicht so meine Baustelle. So, geht los. Bereit? Sagst du mir jetzt, warum du mich bei Erissa reinlegen wolltest? Ich hatte meine Gründe. Die da wären... Hör zu. Unsere Mission verbindet uns. Sonst nichts. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, ist unsere Zusammenarbeit nichts wert. Ich kann dich einfach nicht leiden. Da hast du es. Sonst noch was? Und das soll ich dir abnehmen? Glaub es oder lass es bleiben. Komm, Glatzkopf. Du hast unseren Siegeszug signifikant geschmälert. Wir hätten die Herren der Welt sein können. Hätte Fahrradkette. Stattdessen liegen die, die mir wichtig waren, unter der Erde. Für mich ist das Grund genug, deine ach so gepriesene Effizienz als das zu entlarven, was sie ist. Heiße Luft. Was wolltest du von den Kollektoren? Antworten. Haben sie etwas mit dem Anschlag zu tun? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Bringen wir es hinter uns. Dann los. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen.
wieder im Typen hinterherlatschen. Das ist echt kein Bock. Oh, da ist ein Viech. Die Lümmel, die vor uns hier waren, haben wohl wenig übrig gelassen, was? Na, Sarik, du bist aber auch ein mieser Kämpfer, du. Nicht schlecht. Den zu killen lohnt sich. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Ja. Dann ist dein Wert für diese Mission soeben gestiegen. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen. Keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Ach, Typ. Extra über den Teleporter gelaufen für mich, siehst du? So ein guter ist das. Hat's aber eilig. Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Wenn du das sagst. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Weich mir nicht von der Seite und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können. Können wir das? Warum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser, wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. So ein Blödsinn. Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger. Ach komm, hör auf jetzt. Was du nicht sagst. Was ist jetzt? Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leiche. Ach komm jetzt. Einverstanden. Ich gehe voran. Nett. Stufe, sehr gut, Freunde, habt ihr gesehen? Hier fehlt eine Leiche. Wie kommst du darauf? Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Also nein. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Krieg ist sinnlos, nicht notwendig. Was ist nur aus dir geworden? Erkennst du den militärischen Nutzen nicht? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Ich glaube schon. Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? Ich warne, Kleriker, du Pfeife. So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal. Konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden.
Nach dir. Nicht so schnell. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Nicht schlecht. Na, Elixid haben sie. Noch eine Ratte. Ja, das ist gut. Wir können weiter. Gut. Rücken wir ab. Nichts geht über ein paar schöne Splitter. Allzu lange kann der Angriff noch nicht her sein. Die Spur ist frisch. Das ist die Mucke aber ganz schön umgeschlagen hier. Hier. Tot. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Keine Ahnung. Ein ehemaliger Commander sollte jedes Detail über seine Feinde kennen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns... Achtung! Hinterhalt! Hier, Mann, ist ein bisschen viel. Lauf! Mach dich bereit! Erstmal plündern, Freunde. Beschädigte Sphärenklinge. Sphärenschnitter. Der Schnitter. Dieser grimmige Schnitter. Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Gut, den hatte ich schon mal, den Teleporter. Interessanter Kampfstil. Anscheinend hast du nicht alles verlernt. Und das aus deinem Mund? Ich benenne nur die Tatsache. Einfach nur umballern ist das. Hätten wir die Fremden nicht zurückgeschlagen, wäre ihr Plan wohl aufgegangen. Du glaubst, sie wollten uns in die Falle locken? Zusammenhänge herstellen ist nicht deine Stärke. Boah, die Falle ein arrogantes Arschloch. Das Fernbleiben ihrer Kundschafter wäre nicht lange unbemerkt geblieben. Ihre Nachhut hätte den Hinterhalt nicht überlebt. Sie wären einer nach dem anderen dezimiert worden. Wir aber waren eine Unbekannte in der Rechnung. Nur deshalb ist sie nicht aufgegangen. Aber räumen wir das Feld. Und das im Laufschritt. Sie haben unsere Stärke einmal unterschätzt. Ein zweites Mal passiert ihnen das sicher nicht. Das werden wir sehen. Karakis ist unsicheres Terrain. Der Zwischenfall mit den Fremden zeigt dies nur allzu deutlich. Wir schonen uns erst, wenn wir die Basis der Kleriker erreicht haben. Halten wir uns also ran.
Du hältst doch permanent an, du Typ. Nur, dass wir uns verstehen. Wir wenden bei den Klerikern keine Gewalt an. Ganz gleich, auf welche Probleme wir stoßen. Dann hat er aber schnell umgesegelt. Ich kümmere mich darum. Tja, ich bin der Robin Hood. So, okay, hier rüben willst du lang. Naja, dann geht los. Geht los, Freunde, geht los. Eine rote Blüte. Die kann man nicht stehen lassen. Die Kämpfe werden nicht weniger. Da vorne, Drachenechsen. Mit denen werden wir fertig. Ich hatte erwartet, dass du so reagierst. Mir nach. Tja, das ist ja mal nicht so. Mistvieh. Ich bin halt schon ganz gerne am Kämpfen, das muss ich tatsächlich zugeben. Das ist auch noch dunkel, das ist nicht schön. Ach, hast du schon wieder was? Kreaturen sind mir lieber als das lila Gezücht. Ihre Angriffsmuster wiederholen sich und sie sind leichter abzuwehren. Ist ja gut jetzt. Ein Makel ihres Instinktes. Und jetzt? Die Drachenechsen sind erledigt. Das schon. Dennoch fühle ich etwas, das sich als Unzufriedenheit beschreiben lässt. Ging dir das mit den Viechern nicht schnell genug? Wir sollen große Dinge aufklären. Dennoch sind es die Kleinen, die uns aufhalten. Ich muss unseren Weg optimieren. Zum Glück kenne ich eine Alternative, die unseren Pfad beschleunigen sollte. Oh, Typ, wenn wir einfach teleportiert werden, wären wir schon da. Das wirst du bald sehen. Los jetzt. So ein dummes Gemache hier. Mensch, Meier, wir wären schon lange erledigt. Mann, schneller, Alternative, bla. Lauf doch einfach. Unser Ziel rückt näher. Kommen wir zu meiner Alternative. Wir gehen durch den Berg. Dieser Weg sollte frei von allzu großen Gefahren sein. Zumindest war er es, als ich ihn das letzte Mal gegangen bin. Na, dann mach doch los. Eine Abkürzung. Eine Lebensversicherung. Ich bin ein wenig genervt von dir. Im Schutze des Berges sind wir sicher vor weiteren Zwischenfällen. Machen wir uns auf den Weg. Aber weich mir nicht von der Seite. Sicher ist sicher. Komm, du alte Heulsuse. Hey, guck mal, die laufen sogar die Nierenröhren noch. Das ist ja verrückt. Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind? Ein Gleiter wäre mir auch lieber, aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Was macht ihr hier? Kümmer du dich darum. Hallo, Veronika. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Der Lenz ist da.
Wir wollen zu den Klerikern. Ach, wirklich? Ein Mensch und ein Alp. So ein Gespann sieht man nicht alle Tage. Was wird sich freuen, euch kennenzulernen? Was? Wer ist das? Unser Anführer. Und ihr habt Glück, er ist gerade erst zurückgekehrt. Wir sind eine kleine Gruppe von reisenden Händlern. Das hier ist seit kurzem unser Unterschlupf. Okay. Normalerweise wickeln wir unsere Geschäfte draußen ab, aber wenn wir schon mal Gäste haben, könnt ihr auch vor Ort eure Ausrüstung aufstocken. Das klingt gut. Keine Sorge, wir haben keine Vorurteile. Nicht einmal gegenüber Alps. Im Gegenteil. Sag deinem Begleiter das und folgt mir dann. Können wir ihr trauen? Wir werden es gleich erfahren. Gut. Ich halte mich im Hintergrund. Du gehst voran. Na, das ist doch schön. Wo bleibt ihr denn? Ihr seid die ersten Gäste, die bei uns aufschlagen. Ist noch alles ein bisschen unordentlich, aber scheiß drauf. Wo kommt ihr her? Die meisten von uns gehörten mal Baxters Truppe an. Nur seit er auf seriös macht und Bürgermeister spielt, haben wir die Segel gestrichen. Sein Schrottplatz im Krater spiegelt nicht mehr unsere Idee von Freiheit wider. Okay. Deswegen sind wir hier. Wer hat euch von diesem Ort erzählt? War auf ein Papierfetzen der alten Welt verzeichnet. Hat eine Weile gedauert, bis wir kapiert hatten, was wir da haben. Aber dann ging es ganz schnell. Sachen packen und Ungeziefer verjagen. Das ist im Grunde auch schon alles. Ist nicht schlecht, Veronika. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Schön hier. Bas sitzt da hinten. Geht zu ihm. Oh Gott, das ist wieder so eine Raider-Truppe. Ihr seid ein wenig vom Weg abgekommen, wie mir scheint. Gestatten, Bas, Chef dieser kleinen Herberge Verirrter See. Das ist aber schön. Was können wir euch anbieten? Ausrüstung. Hast du welche? Aber ja doch. Jede Menge. Nur weiß ich nicht, ob ihr auch zahlen könnt. Ach klar. Was verlangst du? Ich mache dir einen Vorschlag. Vergessen wir die Sache mit der Ausrüstung. Die brauchen wir selbst. Dein stummer Freund hat etwas, das ich haben will. Wenn er sich von seiner Rüstung trennt, lasse ich euch weiterziehen. Ich rate euch, dieses großzügige Angebot anzunehmen, denn raus kommt ihr andernfalls nicht mehr. Zumindest nicht in einem Stück. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Große Worte, nichts weiter. Willst du es drauf ankommen lassen? Na schön. Ich bin ja kein Idiot. Ich sehe, dass ihr was drauf habt. Aber mein Berufsethos verlangt nun mal, dass ich euch die Taschen umkrempel. Nee. Und deine sind randvoll mit Splittern. Mach mir ein Angebot und ich lasse euch ziehen. Wenn du dich nicht von ihnen trennen kannst, wird sich zeigen, wer sich sein Grab schaufelt. Leute, schaufelt. Echt jetzt? Will ich mich erpressen lassen? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock. Ihr seid keine Händler, ihr seid Banditen. Gewöhnlicher Abschaum. Händler, Banditen. Wo ist der Unterschied? Letzten Endes geht es immer nur ums Geschäft. Und wenn dein Freund nicht bald mit seiner Rüstung rausrückt, bezahlt ihr eures mit dem Leben. Hier ist mein Angebot. Mein Fuß in deinem Arsch. Du dummer, dummer Junge. Ich werde dich in Scheiben schneiden und dir damit deine dämliche Fresse stopfen. Verfluchte Made! Mann! Ah.
Dabei war Veronika so eine hübsche. Ja, der hat eine Flinte. Den Hals nicht voll genug. So sieht kriegen. Das aus. Ohne ihren Anführer werden sie bald in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wir sind hier fertig. Rücken wir ab. Nee, hier muss ich erstmal looten, Freunde. Eieiei. Ich weiß gerade nicht, ob das clever war, aber. Schon weil da der Trank stand, dachte ich, ich müsste mal hier ein bisschen aufräumen. So. Gut, Freunde, an der Stelle mache ich Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja mal eine seltsame Reise. Bis dahin. Ciao, ciao, der Ära.